Ich habe den Spielern gesagt, dass sie an der letzten richtig großen Bundesliga-Entscheidung, eben am letzten, an der letzten richtig großen Entscheidung beteiligt sind. Dass wir das in einem Heimspiel gegen den Champions League-Finalisten tun können. Und dass da auch jetzt schon wieder ganz viel auch Adrenalin und auch positive Spannung aufgeladen werden muss für die Trainingswoche und natürlich auch für das Wochenende. Klar ist auch, und das habe ich der Mannschaft gestern auch gesagt, dass es darum geht, eben wirklich diese absolute Gier, diese absolute Willenseigenschaften dann eben auch zu zeigen und nicht rumzujammern, sondern diese Sachen in die Waagschale zu schmeißen. Und das kann die Mannschaft, das hat sie gezeigt, das hat sie auch in Spielen gezeigt, auch über 90 Minuten gezeigt, das hat sie gegen den VfB Stuttgart gezeigt. Die Mannschaft wird in der Verfassung sein, auch für die nächsten Spiele, in so einer körperlichen Verfassung zu sein, dass sie wirklich auch die Voraussetzung hat, um gute Spiele zu machen und hier das Ding zu einem guten Ende zu bringen. Mhm. Natürlich müssen wir hoffen, dass die Hertha nicht gewinnt. Aber ich denke, bisher war es immer so, wenn man nicht mit uns gerechnet hat, haben wir dann einen rausgehauen und zu Hause gegen Bayern sollte es auch möglich sein, weil das ist jetzt das allerletzte Spiel, zumindest jetzt in der Bundesliga, und ich denke, da ist alles möglich. Ich denke mal, dass die mit der AF spielen werden, weil sie sich einspielen müssen oder im Rhythmus bleiben wollen wegen des Pokalfinales die Woche später. Ich denke, wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt die Köpfe wieder hochkriegen, dass wir vernünftig trainieren, die Woche uns gut vorbereiten und dann vor allem mit dem Publikum, wie wir schon gegen Stuttgart gemacht haben, gutes Spiel hinlegen und dass wir dann über uns hinauswachsen können, sogar in so einer Situation, das haben wir auch schon mal bewiesen.